Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben jetzt noch einen Glanzpunkt für dieses Programm. Ich möchte nur zwei Sätze dazu sagen. Der erste Satz dazu, wie ich Gunkel kennengelernt habe. Ich habe ihn gesehen in Wien, als ich in Wien war. Das Programm, das hat mich sofort umgehauen und begeistert. Und deswegen habe ich angefragt. Und dankenswerterweise hat Gunkel zugesagt, heute hierher zu kommen, den langen Weg aus Wien nach Berlin zu unternehmen. Gunkel ist einer der bekanntesten, der besten, der brillantesten österreichischen Kabarettisten. Das Programm passt perfekt zu unseren drei Aktionstagen. Das Motto, das hier angesprochen wird. Begrüßen Sie jetzt bitte mit mir, mit einem ganz, ganz herzlichen, wilden, leidenschaftlichen Applaus, Gunkel aus Wien. Herzlich willkommen. Dankeschön. Danke für die einleitenden Worte. Schönen Abend. Also ich komme eben aus Wien und der Dr. Stefan Selke hat mich eingeladen, nach Ansicht meines Programms, ob ich nicht an dieser Veranstaltung teilnehmen möchte. Und ich habe gern zugesagt, weil mir die Idee dahinter so gefällt. Die ist mir so nahe. Und als Kabarettist ist mir immer mit Ideen befasst und das, finde ich, ist eine sehr wertvolle und interessante Idee, die da verfolgt wird. Ich muss dazu sagen, dass dieses Programm, was ich heute Abend spielen werde, nicht durchgehend mit dem hier zu Gebote stehenden Themen zu tun hat. Ich werde es aber trotzdem so spielen, wie ich es geschrieben habe, weil es gibt einige sehr deutliche Berührungspunkte, die es durchaus rechtfertigen, dass ich das hier so spiele, wie ich es tue. Ich möchte mich trotzdem ein bisschen positionieren, nur damit Sie so eine Idee haben, bevor ich Sie mit zwei Stunden Befunden und Schlüssen zu mehrheitlich anderen Themen überschütte. Möchte mich ein bisschen positionieren. Es ging ja gestern Abend hier um Perspektiven, auch was kann man tun. Und jetzt als Kabarettist ist mir da eine Perspektive aufgestellt, also hat sich mir ein Bild entwickelt, nämlich bei jeder Ausspeisung von einer Tafel muss ein verantwortlicher Politiker sich hinstellen und sagen, liebe Leute, ich schäme mich dafür, dass das hier notwendig ist. Ich schäme mich dafür, dass ich Mitglied einer Gruppe von Menschen bin, die sich um euer Vertrauen bemüht hat, die euch belogen hat. Diese Gruppe, die Politiker, die angetreten sind, um das Land besser zu machen. Dieses Land, das eines der reichsten Länder der Welt ist, in diesem Land ist es nicht selbstverständlich, dass jeder genug zu essen hat. Das ist eine Schande, die ich auf meine Kappe nehmen muss. Es ist furchtbar, dass wir als Politiker dermaßen versagt haben, dass es notwendig ist, dass es das hier gibt. Wir haben uns als Politiker an den Katzentisch gesetzt, an den Fuß der Tafel der Mächtigen. Und wir haben euch verkauft und verschleudert für eine Idee von Freiheit. Und wir hätten wissen müssen, wir sind ja nicht blöde, wir hätten es wissen müssen, dass diese Freiheit nur die Freiheit der Mächtigen ist. Und die Freiheit der Mächtigen ist keine Freiheit, das ist Willkür. Dafür haben wir euch verschleudert und verkauft. Und deswegen können wir die Menschen, die wirklich soziales Empfinden haben und dafür sorgen, dass ihr nicht hungert und nicht verhungert. Diese Menschen, die tätscheln wir, wenn sie das, was von der Tafel der Mächtigen als Krümel abfällt, wenn die das verteilen an euch, dann stellen wir uns dazu und lassen uns feiern. Ich schäme mich und ich kann euch nicht in die Augen schauen, deshalb schaue ich in Kameras und schaue blöd rein. Und wenn Sie mich jetzt anspucken wollen, haben Sie jedes Recht dazu und ich rate Ihnen, das schnell zu tun, weil wir Politiker denken ernsthaft darüber nach, euch das Wasser auch noch wegnehmen zu lassen. Das müsste jeder Politiker sagen bei jeder Ausspeisung einer Tafel. Das, finde ich, wäre so eine Idee, die sich mir als Kabarettist entwickelt. Ist leider nicht praktizierbar, aber wäre mal schön. Etwas, was möglicherweise praktikabel ist, ist Folgendes, es gibt das juristische Phänomen des Gewohnheitsrechtes. Es ist so, wenn jemand eine Begünstigung bekommt und er bekommt sie nächstes Jahr wieder und er bekommt sie ein drittes Jahr, einfach so,
dann hat er im vierten Jahr Anspruch darauf. Das heißt gewohntes Recht. Das heißt, wenn dieser Mensch jedes Jahr unterschreiben muss, das ist aber nur heuer, dann kann er nächstes Jahr wieder ausgelassen werden. Er hat keinen Anspruch nächstes Jahr darauf. Nach 3 Jahren, ohne das jedes Mal zu unterschreiben, dass es nur ausnahmsweise ist, gibt es Gewohnheitsrecht. Gewohnheitsrecht. Und ich denke mir, also 20 Jahre Tafel, vielleicht kann man das rückwirkend noch ein bisschen hinbasteln, dass jedes Jahr die Politik, sagen wir mal, die Regierenden, ganzseitige Inserate schalten müssen, wo sie sich aus diesem Gewohnheitsrecht entbinden. Wo sie schreiben, wir entschuldigen uns dafür, als Verantwortliche für die Zustände in diesem Land, wir entschuldigen uns dafür, dass es Tafeln geben muss. Wir haben keinen Anspruch darauf. Wir wissen es. Wir dulden es. Wir lassen es zu, dass es in diesem Land nicht möglich ist, dass wir haben es zugelassen, dass sich eure Leistung nämlich nicht mehr lohnt. Dafür entschuldigen wir uns und dafür, dass ihr nicht hungern müsst, dafür müssen wir die Tafeln haben. Das ist heuer leider wieder sozusagen ausnahmsweise. Aber wir haben keinen Anspruch darauf. Das müssen wir wissen, das müsst ihr wissen. Das sollte jedes Jahr die Politik ganzseitig inserieren. Einmal, damit das gesagt wird. Die Scham gehört ihnen ins Gesicht geschleudert, zurück. Nicht die, die sich anstellen müssen, sollen sich schämen, sondern die, die dafür verantwortlich sind, dass es notwendig ist. Da gehört die Scham hin. So. Damit es einmal gesagt ist. Jetzt zum Programm. Nur damit wir wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Es werden in diesem Programm einige, sagen wir, Probleme auftauchen, die vielen der Menschen, um die es hier geht, wahrscheinlich ein bisschen kommen. Wirklich wahr. Also marginal erscheinen, aber wie gesagt, ich spiele das Programm einfach so, wie es ist. Es geht also um die großen Kränkungen der Menschheit. Und da haben wir ja also im Laufe der Zeit schon schön was wegstecken müssen. Die Erde ist keine Scheibe. Gut, das ist jetzt mal noch nicht so wirklich kränkend, weil was die Erde für eine Gestalt hat, ist eigentlich wurscht. Aber es geht ja da nicht um die Form, sondern darum, was wir aus dieser Form ableiten können und auch tatsächlich ableiten, auch ohne dass wir das jetzt wirklich wissen. Wenn die Erde eine Scheibe ist, leben wir obendrauf. Also oben. Das ist schon mal sehr gut. Und man kennt sich aus. Wenn ich was auf einen Tisch lege, dann bleibt das oben am Tisch liegen. Wenn ich was auf ein Kuppeldach lege, rollt es herunter. Man kennt sich aus. Man hat die Welt verstanden. Wenn die Erde eine Scheibe ist, sind wir oben und wir kennen uns aus. Großartig. Wenn die Erde eine Kugel ist, leben wir nicht obendrauf, sondern nur außen dran. Aber wir fallen nicht runter. Na, wegen der Schwerkraft. Ach so. Na, und wie jetzt genau Schwerkraft? Wer das genau wissen will, warum ein Stein, wenn er ihn in die Luft schmeißt, wieder zu Boden fällt, also im Grunde das stumpfeste Phänomen, das wir kennen. Wer das genau wissen will, warum das so ist, dem explodiert irgendwann im zweiten Studienabschnitt Physik eine Wundertüte mit 256 Differentialgleichungen im Gesicht. Und jetzt, damit wir sie auskennen, Differentialgleichung, das ist nicht x Quadrat ist 4, wie groß ist x? Nein. Differential ist eine andere Spielwiese. Also da brauchst du nicht hier das richtige Kanten. Und aus guten Gründen aber erst im zweiten Studienabschnitt Physik. Also wenn du den ersten Studienabschnitt Physik hinter dich bringen willst, musst du deins benannt haben. Also da muss man wirklich seins beisammen haben. Also den ersten Studienabschnitt Physik macht man nicht zwischen Abwasch und Hauptabendprogramm. Das ist wirklich gute Länge. Und aus guten Gründen aber erst im zweiten Studienabschnitt Physik bekommt man dieses Wunderhorn vorgesetzt mit 256 Differenzial, also ein Monster. Und wer die alle gelöst hat, der weiß, warum. Der. Wir alle anderen müssen damit leben, dass es halt so ist. Wer will, kann sich damit trösten, dass der das weiß, es sich auch nicht vorstellen kann. Der weiß es nur. Das gibt nichts her. Wir leben außen auf einer riesigen Kugel und wir wissen nicht, wieso das funktioniert.
Und das haut einem auch gleich riesige Scheiteln aus der Metaphysik. Weil oben ist ja gut. Das ist einfach in allem drin. Das ist einfach so, oben ist super. Hochgefühl, tiefe Trauer. Erhobenen Hauptes, Niedergeschlagenheit. Oben ist Dulli. So, wenn wir aber jetzt nicht oben auf der Scheibe sind, sondern nur außen an der Kugel, dann ist Gott ja auch nicht oben, sondern auch drüben. Überallseits drüben, bis unten. Also für die vis-à-vis von uns auf der Kugel ist er, wenn er für uns oben ist, ist er für die unten. Und umgekehrt. Also eigentlich muss man sagen, er ist halt einfach nicht da bei uns. Das wird in dieser Detailverliebtheit nirgendwo ausdrücklich festgehalten, aber konsequenterweise muss man die Zentralfigur der Hoffnung schon hinter einem ziemlich dichten Packen Unschärfe verräumen, wenn man darüber einigermaßen widerspruchsfrei nachdenken will. Das sind also insgesamt ein paar schiere Ikonoklasmen im Weltbild, die sich nur daraus ergeben, dass die Erde keine Scheibe ist. Ist schon mal nicht leicht. Dann, dass wir auch nicht das Zentrum des Universums sind, also dass sich nicht buchstäblich alles um uns dreht, war ja auch eine Zeit lang, kann man sagen, recht strittig. Da haben sich ein paar Menschen warme Füße geholt. Also, wenn man eine Lebendfeuerbestattung so euphemisieren darf. Weil, na, also das hätte uns ja schon gefallen. Na schon, was? Das Zentrum des Universums. Wobei, da weiß ich ja nicht, was daran so toll sein soll. Weil, und? Na, da ist man natürlich wichtig. Ach so, und wichtig sein ist wichtig. Bitte? Na gut, aber es hat sich also herausgestellt, dass wir nicht das Zentrum des Universums sind, sondern wir leben auf einem Planeten in einem durchschnittlichen Sonnensystem im Nebenarm einer herkömmlichen Galaxie, die zu einem wenig aufregenden Galaxienhaufen gehört. Und dieser Galaxienhaufen ist praktisch irgendwo. Also, wenn wir wichtig sein wollen, dann sicherlich nicht wegen unserer Position im Universum. Da müssen wir uns bessere Gründe einfallen lassen. Dann das mit der Krone der Schöpfung hat sich, was den Sachverhalt angeht, auch erledigt, weil es eben keine Schöpfung war, sondern passiert ist. Könnte man es eingehender besprechen, habe ich aber schon in einem vorigen Programm, lasse ich jetzt aus. Entscheidend ist, dass das eine Kränkung ist, da sind wir noch nicht alle drüber weg. Also der wird stückelweise noch fest herumgebitzelt. Na geh, oh ja schon, wir sind nach seinem Ebenbilde geschaffen. Nein, war keine Schaffung, war eine Schöpfung. Geschöpftet. Ich meine, ich verstehe, dass man pampig wird und aufstrampft, wenn man draufkommt, dass man nicht so toll ist, wie man es grundlos geglaubt hat. Aber auch das etwas... Na gut, aber wir haben uns die Erde untertan gemacht. Haha. Wir können darüber bestimmen, was passiert. Wir sind der Welt nicht willenlos ausgeliefert. Also von den Sachen vielleicht einmal abgesehen, wo wir halt nichts machen können. Also schon einmal alles, was mit Natur zusammenhängt. Weil wenn der Berg als Mure ins Tal kommt, das ist unterwegs nicht mehr zum Raufschaufeln. Oh ja, du musst mit. Oder, ja, genau. Schöner Mythos, der Sisyphos. Stellen wir uns Sisyphos als einen Mann mit Gummistiefeln vor. Oder, ich meine, also der muss sich jetzt noch nicht mal den Meeresboden umkrempeln und sich in frische Falten legen und kubikkilometerweise Wasser aufs Land schmeißen. Es genügt, was einfach einmal 3 Wochen richtig durchregnet. Und es ist, wie man in Norddeutschland sagt, es ist landunter. Und du stehst bis zum Horizont, bis zum Bauch im Wasser. Das ist mit dem kleinen Fetzerl auch nicht mehr zum Auftunken. Ne? Also. Oder wenn es einmal kalt ist. Also ja, wir können einheizen. Hurra! Aber unter 10 Grad minus fährt die Eisenbahn schon nicht mehr. Ja, und dass die Eisenbahn die Kante des Machbaren war, also dieses hier reitet der Fortschritt auf glühenden Hufen, das ist 150 Jahre her. Und heute noch, wenn es mit 12 Grad minus oder weniger hat, wann kommst du? Na, im Frühjahr. Na gut, aber das, was wir machen, darüber können wir bestimmen. Haha, es gibt das etwas, worüber wir Gewalt haben, weil wir haben nämlich einen freien Willen.
Na, da hat sich herausgestellt, dass es auch nicht ganz so ist. Also jetzt mal davon abgesehen, dass die allerwenigsten ehrlich behaupten können, dass ihr Leben genauso ist, wie sie es immer schon wollen haben. Geschieden, zwei Kinder, 15 Kilo zu viel, Schulden und immer noch Angst vom Zahnarzt. Das war doch nicht der Plan. Aber jetzt mal von dem abgesehen, was uns das Leben einfach so unterwegs in die Biografie kackt und wir bei weitem nicht immer das tun können, was wir wollen, können wir uns nicht einmal immer aussuchen, was wir wollen. Zuerst haben uns der Sigmund Freud und auch andere, die haben uns gesagt, dass wir sozusagen nicht Herr im eigenen Haus sind und dass das, was wir wollen, von woher kommt, wo wir praktisch keinen Einfluss drauf haben, und dass das, was wir glauben zu sein, ein sehr kraftvolles Altlastenpackerl umgeschnallt hat, wo man sich schon fragt, wer jetzt wen das Leben führt. Obwohl, da muss man dazu sagen, dass es nicht alles, was der Herr Freud zu einem ersten Überschwang erzählt hat, so auch wirklich stimmt. Also, wenn jetzt wirklich so viele Buben, wie der Herr Freud sagt, ihren Vater umbringen und ihre Mutter heiraten wollen, nicht, dass es dann alle machen. Aber wenn es doch sehr viele, also praktisch alle sind, die das wollen, wird es eine Menge von denen auch zumindest probieren. Und von denen wird es bei einem ziemlichen Haufen auch funktionieren. Und das wäre also in der Kriminal- oder Bevölkerungsstatistik schon aufgefallen. Also zumindest am Standesamt hätte es irgendjemandem wenigstens komisch vorkommen müssen, wenn du jedes Monat 4 oder 5 Paare heiraten, die schon vor der Hochzeit denselben Familiennamen haben. Aber also man kann dem Herrn Freud seinen Verdienst lassen, dass wir jetzt wissen, dass wir in unserem Leben, sagen wir zumindest, einen Co-Piloten haben, wo wir nicht sogar selber einer sind. Wenn man allerdings den Eindruck hat, man ist im eigenen Leben nur Bodenpersonal, oder bestenfalls für diese Schwimmwesten-Notausstiegspantomime für Reiseantritt zuständig, sollte man sich das anschauen lassen. Wir haben also mehrheitlich zähneknirschend, aber doch haben wir zur Kenntnis genommen, dass das, was wir sind, eben nicht nur das ist, was wir so überblicken, sondern dass auch eine Menge Sachen mitspielen, die uns eben nicht bewusst sind. Ist schon einmal nicht leicht. Und dann haben die Hirnforscher ein bisschen genauer hingeschaut. Und die haben festgestellt, dass wenn wir uns entscheiden, dass es genau genommen nicht wir sind, sondern dass unser Hirn das macht. Das ist einmal nicht ganz so, wie sich das gerade anhört. Klar, ich meine, wo soll das sonst passieren? In der Fersenhornhaut? Also, wir haben ja jeder ein Ich. Also eine Idee davon, wer das ist, der oder die man ist. Und von dieser Person glauben wir, dass die die Entscheidungen trifft. Ob das dann funktioniert und diese Entscheidung wirklich in die Tat umgesetzt werden kann, ist jetzt mal wurscht. Also jetzt geht es nicht um große Lebensplanungen. Ich möchte immer schlank sein und mit meinem ebenfalls schlanken Ehepartner 2 wunderbare Kinder gemeinsam großziehen, und zwar in Wohlstand, und Angst vor dem Zahnarzt ist für mich überhaupt kein Thema, weil meine Dentalausstattung ist so toll, die vererbe ich einmal an der Klavierfabrik. Das ist ein ziemlich großes Programm, also da gibt es zu viele äußere Störgrößen wie Bierwerbung. Man ist überrascht, wie tief die Fallstricke gerade für die höchstfliegenden Pläne gerne liegen. Na, also, jetzt geht es um etwas, was ohne Einfluss von außen als Binnenereignis in uns stattfindet. Die Entscheidung, ich greife mir jetzt ans linke Ohr. Das ist eine Entscheidung, die man einfach so mal treffen kann. Ne? Ja, also da kann man das gesamte kulturelle und biografische Hinterland einmal draußen lassen. Ne? Also das ist nichts, was wichtig ist, ob man zu früh abgestillt worden ist oder ob der Vater einen Vollbart gehabt hat. Ich greife mir jetzt ans linke Ohr. Diese Entscheidung treffe ich selbst. Gut, man ist jetzt natürlich nichts, was im Jahresrückblick ein eigenes Kapitel kriegen würde, das ist schon klar. Aber was man sich ins Tagebuch, also wenn man sich das ins Tagebuch schreibt, ich habe mir heute ans linke Ohr gefasst, weil ich das so wollen habe. Meine Entscheidung. Ich habe mich gefühlt wie der König der Welt. Also wenn man sich das ins Tagebuch schreibt, das sollte man sich auch anschauen lassen. Aber es ist eine Entscheidung, immerhin. Und da hat man festgestellt, dass messbar bis zu einer halben Sekunde, bevor das, was wir als Ich kennen, diese Entscheidung trifft, die Entscheidung im Hirn schon gefallen ist. Jetzt fragt man sich, wie misst man sowas? Da legt mir jemand in einen Tomographen,
Tomografien, das sind Schnittbilder. Wegen Grafik ist Bild und Tomos ist Teil oder Scheibe. Deswegen ist Lobotomie auch Aufschnitt vom Wolf. Nein, ist nicht. Das war ein Spaß. Das stimmt aber, ist nicht wahr. Wenn man sich mit so einem Gerät das Hirn anschaut, die Hirnwindungen heißen Gyroi, Einzahl Gyros, dann, Sie werden sie ahnt haben, dann kann man zu so einem Gerät auch Gyroskop sagen. Kann man sagen. Darf man aber nicht, weil das wieder ein eminenter Blödsinn ist. Also ich lebe mich immer sowas rein und schaue nach. Was. Übrigens zum Nachschauen bin ich drauf gekommen. Zum Nachschauen braucht man ein Episkop. Wegen Epi, für nach, wie in Epilog, was die Nachvergangenheit von Lügen ist. Na, kommt nichts mehr. Das war's. Ja. Das muss ich kurz erklären. Ich habe mir neulich Überflugsrechte für Karlau besorgt. Und das ist wie beim Pilotenschein, da muss ich eine gewisse Anzahl von Flugstunden nachweisen, ob das aufrecht bleibt. Aber ich glaube, ich habe es in meinem Tagespensum, meinen Karlaustrick für heute, kann man sagen, flächendeckend und überlappend erfüllt. Also jetzt geht's wieder. Tomografen. Denken Sie nicht? Bissl was geht immer. Sie sind Dramaturg. Gut. Also, aber jetzt wieder back to serious matters, also zurück zu seriösen Metern. Seriell hintereinander, sonst sind sie Quadrat, ich weiß gar nicht. So, also Tomografen. Das sind, kann man sagen, sehr technische Röhren, da passt ein ganzer Mensch rein, da gehen dann eine Menge Kabel und Drähte weg zu einem Computer, da hängt ein Bildschirm dran und auf diesem Bildschirm sieht man dann, was im Hirn von der Person, die in der Röhre liegt, passiert und vor allem sieht man, wann das passiert, das ist entscheidend. Und dann sagt man dem Probanden in der Röhre, er soll eine Taste drücken. Da gibt es zwei Tasten, eine für die linke, eine für die rechte Hand und er soll eine dieser beiden Tasten, das soll er sich aussuchen. Das ist nämlich seine freie Entscheidung. Eine dieser beiden Tasten soll er drücken. Und zwar irgendwann, wenn es gerade passt. Auch das ist eine freie Entscheidung. Wenn es gerade passt, zack, und dann haben wir sofort die Taste gedrückt. Und da hat man gesehen, dass lange, also vergleichsweise lange, bevor das Ich in der Röhre, zack, und sofort die Taste gedrückt hat, das Hirn sich schon entschieden hat. Und bei einer halben Sekunde, da geht es nicht um Reizleitungsgeschwindigkeit. Bei einer halben Sekunde von Hirn bis Hand, da kannst du dir keine Schuhe zubinden. Also die vor der Röhre am Computermonitor sitzen und zuschauen, die sehen eine halbe Sekunde, bevor das Ich in der Röhre, die Taste drückt, eine halbe Sekunde davor sehen die schon, ob die jetzt links oder rechts drücken wird. Das ist jetzt schon was anderes wie, ich mag keine Erbsen, weil die Tante Emmy hat mir als Kind immer so zerkocht und versalzen und obwohl ich mittlerweile weiß, dass Erbsen eigentlich gesund sind, kriege ich heute noch, wenn ich Erbsen auch noch sehe, einen Darmverschluss von unten bis hinter das Gaumenzapferl. Das ist kein biografisches Pech, so ein Rucksackerl, das man halt mitbekommen hat und wenn das damals nicht gewesen wäre, dann hätte man sich jetzt anders verhalten. Na, das ist in der Wolle gefärbt. Das, was ich, nämlich wer jetzt, als ich kenne, ist möglicherweise, vielleicht auch nicht, aber deutlich möglicherweise, ist das Ich nur eine Handpuppe, die sich mein, wem sein, Hirn gebastelt hat, damit diese Puppe sich selbst versteht. Wenn man sich das so überlegt, ist es schon ein recht derber Hieb ins Menschenbild. Dazu gibt es noch ein interessantes Experiment. Das Hirn besteht ja aus zwei Hälften, links und rechts. Also das ist alles sehr grob dargestellt. Also mit dem, was ich Ihnen heute Abend erzählen werde, werden Sie kein großes Staatsexamen in Neurochirurgie bestehen. Das muss klar sein. Aber für das, worum es jetzt geht, ist es genau genug. Das Hirn besteht also, wie gesagt, aus zwei Hälften, links und rechts, mit verschiedenen Aufgaben oder Fähigkeiten. Also eine Hirnhälfte kann lesen, die andere Hirnhälfte kann sprechen. Zumindest um so viel besser, dass wenn es was Entsprechendes zu tun gibt, die Hirnhälfte, die das besser kann, sofort das Ruder übernimmt und das macht. Jedes Auge versorgt, das ist wichtig, jedes Auge versorgt nur eine, nämlich die gegenüberliegende Hirnhälfte, mit dem, was es so sieht. Zwischen den beiden Hirnhälften liegt das sogenannte Corpus callosum. Nicht mitschreiben, bin nicht geprüft.
Das ist, wenn jemand mitschreibt, das heißt auch Balken. Aber wie gesagt, kein Prüfungsstoff. Das, dieses Corpus callosum ist ein sehr, sehr dichtes Nervenbündel. 200 Millionen Nervenfasern gehen zwischen den beiden Hirnhälften hin und her und über diese, kann man sagen, Standleitung tauschen die beiden Hirnhälften permanent Informationen miteinander aus. Und dann hat der Betreiber des Gehirns den Eindruck, dass alles komplett und ganz und vollständig ist und dass es eben keine zwei Hälften gibt, sondern nur ein einziges Gehirn. So. Und dieses Corpus callosum kann man ausschalten. Und dann wissen die beiden Hirnhälften nichts voneinander. Die funktionieren jede für sich einwandfrei, aber das, was die andere Hirnhälfte gerade macht, spielt hier keine Rolle. Das gibt es da einfach nicht. Und so ein Split-Brain-Patient, heißt es dann, sitzt dann vor zwei Bildschirmen mit einer Wand dazwischen, wo er bedingt durch diese Wand mit jedem Auge, wir erinnern uns, jedes Auge versorgt nur eine Hirnhälfte, mit jedem Auge sieht er eben nur einen dieser Bildschirme. Und dann muss er irgendwelche Aufgaben erledigen. Und dann erscheint auf dem Bildschirm vor dem Auge, das mit der Hirnhälfte zusammenhängt, die lesen kann, erscheint der Satz, gehen Sie aus dem Zimmer. Ja, und dann steht er auf und geht aus dem Zimmer. Und dann fragt man ihn, wo er denn da gerade hingeht. Jetzt weiß die Hirnhälfte, die lesen kann, warum er aufgestanden ist, aus dem Zimmer geht, aber die kann nichts sagen. Weil diese Hirnhälfte kann ja nicht reden. Die Hirnhälfte, die reden kann, weiß es aber nicht, weil die hat nichts gelesen. Diese Hirnhälfte steht im Grunde völlig ahnungslos mitten im Zimmer und hat keine Ahnung, was sie da macht, geschweige denn warum. Jetzt würde man erwarten, dass dieser Mensch wahrheitsgemäß sagt, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe ehrlich keine Idee. Ich weiß nicht, aber der sagt, er hat Durst bekommen und er holt sich gerade was zum Trinken. Und das Tolle ist, der sagt das nicht aus Verlegenheit, der glaubt das wirklich. Weil das Hirn, das, was schon getan ist, sich selbst oder der Handpuppe, die das Ich darstellt, als Entscheidung verkauft, für diese Entscheidung auch noch Gründe erfindet und die Entscheidung mitsamt den Gründen im internen Ablaufprotokoll glatt vordatiert. Dann kennt er sich aus und alles ist wieder in Ordnung. Jetzt muss man dazu sagen, dass diese Sachen für den alltäglichen Erlebnisparcours wenig entscheidend sind. Also in die Situation kommt man praktisch nie, dass es jetzt wirklich wichtig ist, dass man sich für links oder rechts entscheidet. Also jetzt nicht politisch. Obwohl, das ist ja auch interessant, politisch, links oder rechts, das macht zum Teil auch das Gehirn. Ist jetzt wahrscheinlich ein bisschen überraschend, wenn man sich die Politik anschaut, dann sagt man, nein, Hirnbeteiligung ist auszuschließen, das ist die Ferschenhorner. Aber es geht jetzt nicht um die, haben Sie Fragen? Na, wenn Sie Fragen haben, also gern, ich bin ja schon da. Also. Ihnen ist kalt geworden? Ja. Na gut, aber der Befund wird sich hoffentlich ein bisschen wärmen, im Gefühl auf der richtigen Seite zu stehen. Nämlich, was ich bei Untersuchung der Gehirne von Menschen verschiedener politischer Ausrichtung erwiesen hat, ist Folgendes. Menschen mit einer rechten, konservativen Einstellung haben einen deutlich vergrößerten Mandelkern, das heißt auch Amygdala, das ist ein Hirnareal, da wird Angst im Hirn verwaltet. Also dort, wo die Angst stattfindet, das ist bei den Rechten besonders groß. Und Menschen mit einer linken, fortschrittlichen Einstellung haben einen vergrößerten, das heißt Gyrus cinguli, und dort sitzt das Mitgefühl. Das ist so. Das ist eine Information, die vielleicht ganz hilfreich ist, dass man sich in der Diskussion einmal ein paar leere Kilometer erspart, wenn man sich denkt, das muss der doch verstehen. Ja, das muss er schon verstehen, aber mit dem Hirn muss er es nicht akzeptieren. Sind wir froh, wenn er es versteht? Obwohl da die Henne- oder Ei-Frage noch nicht ganz geklärt ist. Also was führt wozu? Weil das Hirn, auch das erwachsene Hirn, ist ja nie fertig.
das Hirn ist ja nie so wie aus Stein gegossen, ein Drum, so ist so, bleibt es auch. Auch das erwachsene Hirn wird permanent nach Maßgabe der Anforderungen umgestaltet. Das ist, wenn jemand mitschreibt, adulte Neurogenese. Aber wie gesagt, kein Prüfungsstoff. Und es, kann's, also, es werden tatsächlich, wenn irgendwas verstärkt zu tun ist, dann werden in den Hirnarealen, die dafür zuständig sind, anatomisch nachweisbar tatsächlich Neuronen dazugebaut, Synapsen angeflanscht, Axone dazugesteckt, damit das, was da jetzt so oft zu tun ist, besser getan werden kann. So, das macht das Hirn von allein. Und jetzt kann es passieren, dass man mit einem grundsätzlich normal proportionierten Gehirn zur Welt kommt, aber aufwächst in einem Soziotop, in dem ein strenger Herr Papa ein ebenso strenges Regime führt und die Tochter und Knackwatschen, Kopfstiegeln, Fotzen und wie die ganzen manuellen schwarzpädagogischen Edukative alle heißen, hängen also permanent in Unterscheitelhöhe in der Luft und dreimal am Tag wird das schlagend und das Hirn bekommt das mit, nur durch den mechanischen Impact. Und das Hirn denkt sich, wenn du Angst hast, machst du nichts falsch. Weil das, wovor du Angst hast, wird ziemlich sicher passieren. Also Angst haben ist gut. Und dann setzt die adulte Neurogenese ein. Brauchen wir nichts mehr machen, das macht das Hirn von ganz alleine. Und das Hirn denkt sich, also ich richte mich jetzt darauf ein, möglichst gut Angst haben zu können. Ja. Und dann bist du irgendwann 25, stehst politisch weit rechts der Mitte, hast eine faustgroße Amygdala im Schädel und weißt nicht, wie du dazu kommst. Das kann ja passieren. Ja. Ja, ja, ja. Ja, also es, bei diesen Befunden geht es ja auch im. Da sind wir dann bei einem Phänomen, bei einer so einer Art, will man sagen, Kryptodichotomie, also so eine Trennung, die durch die Welt läuft, ohne dass wir sie genau benennen können. Alle und jeder. Also, diese Befunde befassen sich mit großen Samples und da gibt es dann so eine gaussische Normalverteilung, wo man sagt, ja, da gibt es einen fetten Scheitel und da findet die Welt statt und tief in der Südkurve gibt es dann Sachen, die von links nach rechts switchen, ohne die Mitte jemals berührt zu haben. Das gibt es auch, ja. Also, gebe ich Ihnen recht. Die, oh je, gute Frage. Ich kenne die Grünen in Wien und die sind echt problematisch. Die sind echt, ja, weil die, ja, nun ist es so, also um die, wenn wir sagen, die strukturelle Integrität des Abends zu gewährleisten, wäre es sinnvoll, wenn Sie den narrativen Part also mir überlassen. Aber, ja. 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 Ja, also wie gesagt, also ist, das Programm ist wirklich gut lang, also kann man sagen. Und ich, wie gesagt, bin schon da und ich habe auch heute Nacht noch ein Hotelzimmer bis morgen in der Früh. An mir liegt es nicht. Es ist nur im allgemeinen Interesse, dass wir nicht alle hypoxisch werden und dann irgendwie den ganzen Sauerstoff hier wegatmen. Und dann dort, wo mein finaler Furor sich ergießt, das dann irgendwie vor abgeschlafene. Ja, richtig. Also, wie gesagt, wenn es Wortmeldungen gibt, gern, aber vielleicht nach der Vorstellung bin ich gern bereit. Ja, wie gesagt, die Grünen kann man da jetzt nicht so in dieses scharf-harte Links-Rechts-Schema gemäß der Hirnphysiologie einteilen. Weil ich glaube, dass da weite Bereiche von ganz anderen Arealen dominiert werden. Also, ja, naja, schon im Gehirn, aber dass da irgendwelche, also. Ich nehme an, dass es eine Art
wie soll man sagen, ideelles Kleinhirn, was ja für die Bewegungskoordination zuständig ist, dass da also weite Bereiche für diese Verrenkungen und Eiertänze beansprucht wird. Gut. Also, man muss aber dazu sagen, dass also, diese Dinge, und darauf wollte ich jetzt dann auch grundsätzlich eigentlich im unmittelbaren Anschluss hinan, also diese Dinge sind für den alltäglichen Erlebnisparcours wenig entscheidend. Also dieses Experiment mit den Tasten und so, weil in die Situation kommt man praktisch nie, dass es jetzt wirklich wichtig ist, eben, dass man sich für links oder rechts entscheidet. Also Standardsituation im Supermarkt an der Kasse, da gibt es zwei Kassen, eine ist links, eine rechts, und die Frage, wo stelle ich mich an? Und die ganz, ganz wichtige Frage, wer trifft jetzt diese Entscheidung? Entscheidet das jetzt ich oder entscheidet das mein Gehirn? Na komm. Ich meine, dass jetzt irgendwas schon oder nicht passiert und dass das dann eine Auswirkung hat, diese dramatische ausfällt, wie dass man den Parkschein um 2 Minuten überzogen hat, weil die Entscheidung falsch ausgefallen ist und der Typ von mir ein Viertel Butter per Bankeinzug bezahlen will, aber gerade hat den PIN-Code von seinen Schuhstreckern auswendig, weil es ist beliebig unwahrscheinlich. Und es ist doch brachial wurscht, wer diese Entscheidung trifft, ich oder mein Gehirn, weil den Strafzettel zahlt sowieso ich. Ja, also den kann ich wieder nicht ins Hirn aufrotzen und sagen, ja, das Hypothalamus in Sorg fahren, wie komme ich dazu, ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Also in der Stunde der Wahrheit ist es wurscht, wer die Entscheidungen trifft, weil in der Stunde der Wahrheit sind sowieso wir, wobei die korrekte Mehrzahl ist in dem Fall ja nicht wir, sondern die Iche. Das ist ein Unterschied. Und dieser Unterschied ist nicht unwesentlich, gerade was uns Menschen angeht, aber auf das komme ich noch. Jetzt lassen wir es der Einfachheit halber bei wir. Wir sind es, die damit umgehen müssen, was entschieden worden ist. Und wenn schon die ursprüngliche Entscheidung, was denn überhaupt getan wird, von irgendwelchen autonom agierenden Hirnregionen getroffen wird, dann entscheiden diese Hirnregionen oder artverwandte Hirnregionen wahrscheinlich auch darüber, wie wir dann damit umgehen. Und wir haben im Hirn ja auch noch den Mechanismus, der uns das, was wir gerade tun, als unsere Entscheidung verkauft. Also wir glauben dann sowieso, dass wir das so wollen haben und nicht ein Autopilot im zentralen Nervensystem. Also fürs tägliche Leben, für zu Fuß und in der Welt ist ein Streit darüber, was wir sind, eigentlich wurscht. Und wenn da im Tomographen ein stiller Teilhaber in meinem Gehirn sich für ich drücke die linke oder die rechte Taste entscheidet, bevor ich das weiß, und zwar Sekundenbruchteile vorher, ist ja nicht gesagt, dass derselbe stille Teilhaber dann eine Schulzeit oder eine Verlobungszeit lang die Luft hat, das, was da alles passiert, beschlossen zu haben. Also nur wegen dem Befund mit dem Tomographen können wir uns nicht komplett aus der Verantwortung für das, was wir tun, entlassen. Vielleicht irgendwann aus anderen Gründen, aber nur deswegen nicht. Aber selbst wenn sich aus anderen Gründen einmal tatsächlich ergeben sollte, dass wir nachweisbar und ohne, na, da frage ich aber noch jemand anderen, weil die haben wir schon alle gefragt und alle sagen das, obwohl ihnen das nicht gefällt, dass wir halt tatsächlich keine Willens-, Handlungs- und Entscheidungsfreiheit haben. Selbst wenn es eines Tages erwiesen sein sollte, womit nicht zu rechnen ist. Aber wenn es passieren sollte, finde ich es schlau, wenn wir dann trotzdem so tun, als könnten wir uns wenigstens im Großen und Ganzen aussuchen, was wir tun und was wir lassen. Also ist natürlich nicht in allem, das wäre ja blöd, weil das ist ja ganz offensichtlich nicht so. Also dafür spielt das Leben mit uns zu oft Bauernarsch. Das ist ein Ausdruck, den kennt man nur in Wien, das ist ja, muss ich vielleicht erklären. Wobei das Phänomen, was beschrieben wird, ist klar, das ist gemeint. Sagen wir so, wenn die österreichische, naja gut, vor ein paar Wochen hätte das sogar noch gegolten, aber in grober Steuerung gilt das. Also, wenn die österreichische Fußballnationalmannschaft gegen ja, irgendwem spielt, dann spielen die mit uns Bauernarsch. Oder anders, also wenn ich gegen den amtierenden Schachweltmeister eine Partie Schach spiele, spült er mit mir Bauernarsch. Also der kann sich auf einem zweiseitigen Würfel aussuchen, in wie vielen Zügen er mich planiert. Das ist also zur besseren Erklärung, das ist, also meine letzte Partie Schach
habe ich gegen einen mäßig begabten Hohlziegel vernichtend verloren. Also nur mit mir, so. Also wie gesagt, für die Behauptung, also wir könnten uns immer jederzeit und ganz genau aussuchen, was wir tun und was wir lassen. Für diese Behauptung, Sie schauen auf die Uhr, das dauert noch lang. Ich hoffe, Sie haben alle irgendwie Schlauchbinder mit oder irgendwelche saugfesten Unterwäsche-Details. Egal. Also für die Behauptung, wir könnten uns jederzeit ganz genau aussuchen, was wir tun, was wir lassen. Dafür spielt das Leben mit uns einfach zu oft Bauernwurst. Das ist schon klar. Aber, und jetzt nicht tratschen, das ist wichtig. Einen Rumpf an Entscheidungsfähigkeit sollten wir uns und einander auf jeden Fall immer unterstellen. Rein pragmatisch. Wir tun ja auch so, als wäre ein Geldschein wirklich das wert, was draufsteht. Und so ist es aber nicht. Ein Geldschein ist das wert, was man für ihn bekommt. Es gibt da Tankstellen, da kann man sich mit einem 500-Euro-Schein brausen gehen. Also den kannst du am Bauch hauen oder in die Hose schmieren. Das ist also auch wieder so ein Wiener Ausdruck. Also wenn man zum Höhlentauchen Sonnencreme mitnimmt, die kannst du am Bauch hauen. So. Oder zu einem Bäckerkuss in den Amboss. So. Also es gibt Tankstellen, da kannst du dir den 500-Euro-Schein am Bauch hauen, weil dieser Schein ist auf dieser Tankstelle keine 500 Euro wert, obwohl es da drauf steht. Der Schein ist dort gar nichts wert, weil für diesen Schein bekommt man dort nichts, weil die den einfach nicht nehmen. Und wenn vor Ihnen, wer steht in der Kasse und der Tankwart schmeißt ihm seinen 500er zurück und der dreht sich um und fragt, ob Sie vielleicht wechseln können. Also selbst wenn Sie zufälligerweise wirklich gerade ein paar Hunderter eingesteckt haben. Sie haben gerade gesehen, Sie waren Zeuge, wie der Geldschein den Wert, der da draufsteht, aberkannt bekommen hat. Sie denken zumindest nach, ob Sie da jetzt wechseln können wollen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das ganz gut. Dass wir sagen, ja, das ist ein Stück Papier, schön bedruckt, also das muss man sagen, nein, saubere Arbeit, da fehlt gar nichts. Na, sehr schön. Aber es ist halt nur ein Stück Papier. Also wir wissen, das ist im Grunde nichts wert. Aber wenn wir alle so tun, als wäre das etwas wert, dann kann man das eintauschen gegen etwas, was man gerade haben will. Da funktioniert es ja auch. Und wenn wir wirklich einmal eines Tages alle wissen, dass das mit unserer Willens-, Handlungs- und Entscheidungsfreiheit halt nicht stimmt, finde ich es schlau, wenn wir dann trotzdem so tun, als könnten wir uns entscheiden. Weil das, was wir Menschen tun, und wie wir uns verhalten, hängt nämlich sehr davon ab, in was für eine Art von Gesellschaft wir glauben, dass wir leben. Wenn es genug Menschen sind, die etwas Bestimmtes über das System, in dem sie leben, glauben, ist es bald wirklich so. Dann ist das System so, wie die das glauben. Und wenn es wirklich gilt und alle glauben, jeder darf immer alles und ausgemacht ist gar nichts. Weil wenn es dem anderen passt, schmeißt er alles um, weil er sagen darf, ihm war gerade danach und keiner kann einfordern, dass er sich ein bisschen zusammenreißt, dann wird es eng. Weil in einer Gesellschaft gelten entweder Verabredungen und Übereinkünfte, an die man sich auch dann hält, wenn es einem gerade nicht passt, oder es gelten Fakten. Und Fakten heißt Faustrecht. Und wenn jeder dem anderen begegnet, auf der Basis von keiner kann für irgendwas, was er macht, jeder darf dauernd, wie ihm das Hirn gerade schief hängt, weil wir haben keinen freien Willen, so sind wir halt, dann kann es wirklich weit aus dem Ruder laufen und das wäre dann im Härtefall auch nicht zu kontrollieren. Weil auf welcher Basis? Du musst, nein, muss ich nicht, also ich muss schon, aber ich muss was ganz was anderes, was ich muss, habe ich mir nicht einmal ausgesucht, weil das macht mein Hirn eigenständig mit mir. Jetzt geh weg, ich muss gerade ein paar Buntglascontainer anschreien gehen. Dass unsere Willensfreiheit tatsächlich in allen Belangen widerlegt werden wird. Also, dass wir ausschließlich nur das tun, was ein neurologisches Partisanenkonzil in unserem Hirn, auf das wir keinen Einfluss haben, aus Gründen, die wir nicht kennen, beschließt. Dass das einmal bumm, nageldicht bewiesen sein wird, ist sehr unwahrscheinlich. Und ich bin ja grundsätzlich so eingestellt,
dass ich sage, wenn etwas herausgefunden wird, was dir nicht passt, dann leb damit. Du bist nicht das Zentrum des Universums. Leb damit. Du bist auch nicht die Krone der Schöpfung, sondern etwas, was passiert, wenn Leben passiert. Nimm das zur Kenntnis, schwindel dich nicht raus. Es ist eben so. Und jetzt musst du schauen, wie du damit lebst. Aber im Fall mit der Willensfreiheit, also selbst wenn es wirklich einmal eines Tages unwiderlegbare Befunde geben sollte, finde ich es schlau, wenn wir uns dann dafür entscheiden, so zu tun, als könnten wir uns entscheiden. Wittert hier irgendjemand einen kleinen Widerspruch? Irgendjemand muss sagen, no, das geht ja gar nicht. Aus erwähnten Gründen eben. Wegen der Appellierbarkeit. Damit nicht Faustrecht herrscht. Ja, das. Gut, also, ich räume ein, das ist schmalbandig betrachtet völlig unlogisch. Eine Entscheidung zu treffen, die den Nachweis, dass ich mich nicht entscheiden kann, außer Acht lässt, das geht nicht. Schmalbandig betrachtet. Aber wenn man das in einen weiteren Blick nimmt, das kann sogar funktionieren. Und das hat jetzt mit die Iche und wir, mit alle und jeder zu tun. Nämlich, das, was jeder nicht schafft, die Willensfreiheit, das kann allen gelingen. Und es geht da gar nicht um Moral, weil, mir ganz ehrlich, wie moralisch kann etwas sein, was mit einer Lüge oder wenigstens dem Verleugnen einer Wahrheit beginnt? Und es geht doch nicht darum, die Idee vom freien, selbstbestimmten Menschen gegen die Anfechtungen der modernen Hirnforschung zu verteidigen. Nein, es geht furztrocken um das Funktionieren von Gesellschaft. Wie das ist mit dem Ich und dem freien Willen, ist ja noch nicht endgültig geklärt. Und vielleicht werden wir das auch nie ganz genau wissen. Aber möglicherweise ist das Ich nur eine Konstruktion des Gehirns, um den einzelnen Menschen am Laufen zu halten. Und der freie Wille ist eine Konstruktion im Sinn einer Behauptung, die Gesellschaften aufstellen, um sich selbst am Laufen zu halten. Vielleicht ist es auch anders. Dankeschön. Aber die Möglichkeit, die nicht von der Hand zu weisende Möglichkeit, dass es so ist, ist schon ein ziemlicher Schatten auf dem Menschenbild, an das wir uns gewöhnt haben. Da gibt es ja noch was, was jetzt vielleicht nicht von allen so empfunden wird, aber wenn man sich das nur richtig überlegt, das kann ziemlich kränkend sein. Und ich habe in einem Plakat Kränkungen versprochen, da möchte ich nicht säumen. Nämlich das Mitgefühl. Das ist ja was, darauf sind wir ziemlich stolz. Und da waren wir in den letzten Jahren sogar ein bisschen überrascht, dass das ein paar Tiere auch haben. Also auch das wäre jetzt noch nicht so wirklich kränkend, dass wir nicht die Lord-Siegel-Verwalter und alleinigen Nutzungsbefähigten von sowas glorreich Menschlichem mit Mitgefühl sind. Also, ganz ehrlich, dass Schimpansen trauern und trösten, das ist doch nichts, was unserer Fähigkeit zum Mitgefühl was wegnimmt. Also, wenn man ein besonders hochfliegendes und vor allem exklusives Menschenbild hat, kann schon sein, dass man da ein bisschen einen Schnoferl zirkt. Ne? Naja, das sind aber keine wirklich menschlichen Gefühle. Nein, weil die in einem Affenhirn stattfinden. Grandios beobachtet. Du hast sicher Jagdspeist und stolz auf dich. Aber die Botenstoffe, die das dort herstellen, sind chemisch praktisch baugleich wie in unserem Hirn. Also, wie gesagt, wenn man es darauf anlegt, kann man sich schon darüber kränken. Aber wenn man das tut, müsste man bei dem Punkt, um den es jetzt geht, völlig zerknirschen, die Auslegeware über den Kopf ziehen und nie mehr außer Haus gehen. Dafür braucht man nämlich keine Hirnforschung, keine Tomographen, keine Hirnsaftmassenspektroskopie. Das geht, wenn man sich einfach mal nur anschaut, wie das mit unserem Mitgefühl denn so ist. Mitgefühl heißt ja, dass es da zunächst mal ein Gefühl gibt, das aber jemand anderer hat, und an dieses fremde Gefühl koppeln wir uns an. Ist ja großartig, dass wir das können. Wir erkennen Gefühle, die jemand anderer hat, und entwickeln daraufhin eigene, entsprechende Gefühle. Und das sind echte Gefühle, keine hingeheuchelten, nein, das wird schon werden, Beschwichtereien, nur damit die Raunzerei aufhört. Also, das Mitgefühl ist aus demselben Holz geschnitzt wie das erste Gefühl, und der mit dem ersten Gefühl ist damit nicht mehr allein. Wunderbar.
Sowas macht einen doch zu einem guten Menschen. Völlig ironiefrei, unzynisch, das ist so. Toll. Nur, unser Mitgefühl springt auch an, wenn es da gar kein ursprüngliches Gefühl gibt. Und das muss jetzt keine aufwendige Lüge sein mit falschen Tränen und einem dramatisch inszenierten Lamento Calzone. Das wäre jetzt zum Beispiel Lamento Calzone, eine geknickte Jammerei. Ein bisschen was für Karl, wie gesagt, immer. Eine Frage, aber wirklich, das muss ganz kurz sein, wenn die Antwort zu lang wird, dann müssen wir es verschieben. Die Antwort. Ich wäre der Erste, der darauf eine schlüssige Antwort hat. Man kann es zusammenfassen, schön sind sie. Schön. Also auch gut so. Also, jetzt kurze Demonstration unseres... Da wird immer gekudert und gekuschelt und gedingt und dann... Also, unser Mitgefühl, auf das wir so stolz sind, weil wir mit jemand anderem mitfühlen. Da hat jemand ein Gefühl und wir fühlen mit ihm mit. Das ist toll. So, Folgendes. Wenn wir uns vorstellen, ein weißer Hintergrund, so wie ein leeres Blatt Papier. Und da liegt jetzt ein Strich mitten in dem, was wir als Gegend ohne irgendwas zu Inhalt deuten wollen. So. Und dieser Strich schiebt sich so raupenartig von da nach dort. Und dann rollt ein Kreis vorbei. Auch von da nach dort. Der Strich raubt weiter. Dann rollt noch ein Kreis vorbei. Und dann hebt der Strich seine Enden, damit er auch kreisförmig wird. Und es geht aber nicht. Das ist zumindest sehr schwer. Ihm fallen die Enden immer wieder runter. Und dann robbt er halt weiter. Und dazwischen rollt immer wieder mein Kreis vorbei, nahezu lautlos. Und er probiert es immer wieder. Und es geht auch jedes Mal ein bisschen besser. Kann jedes Mal seine Enden ein Stückchen höher heben. Diesem Strich wünschen wir doch, dass er es schafft. Und wir wären doch eher traurig als glücklich, wenn halt nur ein Strich bleibt. Also, das ist ein Strich, den jemand gezeichnet hat. Der fühlt nichts. Gar nichts. Das wissen wir. Und trotzdem entwickeln wir etwas, was wir als Mitgefühl bezeichnen, obwohl es da gar kein ursprüngliches Gefühl gibt, mit dem wir mitfühlen. Das ist eine emotionale Solonummer ohne faktische Grundlage. Damit unsere Mitgefühlsdrüse mit der Ausschüttung von entsprechenden Säften beginnt, braucht es nämlich kein Gefühl. Dafür braucht es nur eine bestimmte Sequenz von Schlüsselreizen. Unser Empathieaggregat hat einen Autopiloten, der mit einem langen Zauberarm an allen rationalen Überlegungen, an allem, was wir wissen können und wissen müssen, vorbei in diese Startsequenz greift, sich dort das Hop-auf-Signal holt und dann läuft das eigenständig. Wurscht, was wir über die Szene wissen, die wir gerade beobachten. Wenn das nicht so wäre, würde im Theater und im Kino niemand weinen. Und dass das so ist, dass wir so funktionieren, das macht uns nämlich zu sehr angenehmen Zeitgenossen. Und dass das an unseren Entscheidungen vorbei passiert, also dass wir uns zum Mitgefühl nicht entschließen, sondern das Mitgefühl bei uns passiert, wie Hunger oder Schwitzen, macht mir nichts aus. Ich finde das gut, wie es ist. Man kann sich darüber natürlich auch kränken. Wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass es bei Krokodilen auch sowas gibt. Es gibt Krokodile, die bauen ihre Nester so in Ufernähe, so große Erd- und Laubhaufen. Da legen die dann ihre Eier rein und da kugeln dann die kleinen Krokodile in den Eiern herum, bis sie schlüpfen.
Und wenn die schlüpfen, hilft die Krokodilmutter denen beim Herauskrabbeln aus dem Nest und trägt die im Maul zum Wasser. Ganz vorsichtig nimmt die mit diesem Wahnsinnsgebiss, mit dem die sonst das ganze Knus zerfetzt, ganz vorsichtig nimmt die kleinen Zwutschgeln und trägt die zum Wasser. So, das wäre jetzt ja noch nichts Auffälliges. Nicht? Brutpflege, das machen so gut wie alle. Nur, es gibt Schildkröten, Sumpfschildkröten, die legen ihre Eier in unmittelbarer Nähe von so einem Krokodilnest. Und wenn dann die kleinen Schildkröten zeitgleich mit dem Handtaschennachwuchs schlüpfen, wären die zwar ein billiger Snack für die Krokodilmutter, weil die ist gerade da, also völlig blöd von der Schildkröte, ihre Eier genau dort zu postieren. Nur, das Quäken von ihrem eigenen Nachwuchs löst bei der Krokodilmutter ein bestimmtes Verhalten aus. Nämlich kleine Tiere, die so ein bisschen herumtorkeln, ganz vorsichtig zu nehmen und zum Wasser zu tragen und diese Zwutschgerl auch zu beschützen. Und die schaut dann nicht drauf, ob das, was das gerade ins Wasser trägt, zu ihrer Familie, Art oder Gattung gehört. Klein und unbeholfen, das genügt. Bist schon dabei. Auch als Schildkröte. Das ist keine bewusste Entscheidung von dieser Krokodilmutter, da läuft einfach ein Programm ab. Gut, jetzt kann man sagen, ja, aber wir wissen ja nicht, ob diese Krokodilmutter wirklich etwas fühlt oder ob die einfach nur handelt. Das ist wahr, das wissen wir nicht. Ich glaube, es hat noch niemand bei einem Krokodil in der Situation eine Hirnbiopsie vorgenommen. Vermutlich, wenn man sehr davon ausgeht, dass die Echsendame nicht auf einem generellen hormonersäuften Kuschelkurs dahintreibt und alles mit sich geschehen lässt, weil sie gerade findet, dass Zärtlichkeit die Antwort auf alles ist. Also da rufen einfach bestimmte Schlüsselreize ein bestimmtes Verhalten hervor, das ausschaut wie Zärtlichkeit. Also sofern man bei einer Panzerechse Zärtlichkeit halt feststellen kann. So mimisch ist da praktisch nichts drin. Und, ja. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass es mit unserem Mitgefühl genauso abläuft, kann das schon ein bisschen kränkend sein. Die Fähigkeit zum Mitgefühl ist bei uns im Hirn festgeschrieben. Da gibt es bestimmte Schlüsselreize und daraufhin passiert etwas mit einem. Und es ist, wie gesagt, wurscht, ob das, was unser Mitgefühl auslöst, echt ist oder etwas, von dem wir sogar wissen, dass das nur so ausschaut, weil es halt Theater oder Kino ist. Und das ist ja auch klar, weil zu der Zeit, als sich das entwickelt hat, war alles, was so ausgeschaut hat, echt. Also beim Australopithecus hat es kein Wanderkino gegeben, wo man gespielt hat, Tong entdeckt den aufrechten Gang, aber es haut einem dauernd auf die Goschen. Und alle haben gewusst, also du, na, das ist eh nicht echt, du, da können wir entspannt bleiben. Alles, was so ausgeschaut hat, war auch so. Und deswegen können wir das heute noch nur übers Knie unterscheiden. Also das Kriterium, dass das aber nicht echt ist, muss man sich mutwillig geradezu gewaltsam zwischen Beobachtung und Affekt rammen und meistens hat das keine Wirkung, weil wir halt so sind. Man könnte jetzt sagen, menschlich, aber im Grunde ist es genauso angetriggert wie beim Krokodil. Es gibt auch Menschen, die das nicht haben. Also nicht ein Krokodil, das haben die wenigsten, sondern Mitgefühl. Es gibt Menschen, die haben das nicht. Kategorisch nicht. Diese Menschen kugeln aber jetzt nicht, nur weil bei denen im Hirn was fehlt, kugeln die nicht den ganzen Tag bewusstlos am Boden herum. Die funktionieren im Grunde ganz normal, aber bei denen fehlt halt im Hirn die Fähigkeit, andere Gefühle wahrzunehmen, geschweige denn darauf zu reagieren oder eigene Gefühle zu entwickeln. Die haben das nicht, gar nicht. In der forensischen Psychiatrie heißen diese Menschen Soziopathen. Und das ist interessant. Und da sind wir ein bisschen beim Thema wieder. Nämlich bei den Ursachen. Man hat einmal eine große Umfrage gemacht. Ja, also diese Soziopathen, genau, das ist, muss man noch dazu sagen, es gibt nämlich einen Fragebogen. Das sind ungefähr 100 Fragen, wo man dann feststellen kann, je nachdem, wie jemand diese 100 Fragen beantwortet, kann man dann feststellen, ob dieser Mensch ein Soziopath ist oder nicht, oder mehr oder weniger. Also wo man dann im Härtefall sagt, ja, den dürft ihr nicht einsperren, den müsst ihr wegsperren. Den darf man nicht mehr unter Leute lassen. Weil, wenn einer das nicht kann, ist der in einer Gesellschaft ein Problem. Weil so einer ja anderen Dinge antun kann und auch ziemlich sicher antun wird, die jemand nicht kann, der den Schmerz grob vereinfacht genauso fühlt, wie der, dem er das antut. Es gilt aber nicht für jede Art von Gesellschaft.
Man hat, dass so ein Problem ist. Ne? Man hat einmal eine große Umfrage gemacht unter Führungskräften von großen Gesellschaften, also wirtschaftlichen Gesellschaften, Finanzgesellschaften, Ölgesellschaften. Und da hat man einen dicken Fragebogen verteilt, 600 Fragen, damit es ein akademisches Gesicht hat. 500 dieser 600 Fragen waren ganz normale Fragen, wie man die in jedem so einen Fragenkatalog findet. Und in diese 500 Allerweltsfragen hat man in loser Schüttung die 100 Fragen aus dem Soziopathenkatalog hineingestreut. Und bei der Auswertung hat man dann einmal die 500 Fragen unbeachtet gelassen und hat sich nur angeschaut, was haben denn die Führungskräfte, die CEOs und Topmanager, die Wirtschaftslenker und Wirklichkeitsgestalter, die Leute, die wirklich sagen, was passiert, was haben denn diese Menschen auf die 100 Fragen aus dem Soziopathenkatalog geantwortet? Aber wieder schlecht. Weit mehr als irgendwas bei 80% der Führungskräfte sind im Grunde Soziopathen. Ist ja auch klar. Ist ja klar. Weil so einer ja Dinge beschließen und machen kann, auf die ein Gesunder nicht einmal kommt. Und wenn jemand mehr Handlungsmöglichkeiten hat, wird man doch lieber so einen sagen lassen, was gemacht wird, wenn es ja nur darum geht, möglichst viel Geld zu machen, und zwar egal wie. Diese Menschen muss man natürlich nicht suchen und mühsam und kunstvoll in die Position hinlocken, das muss man nicht. Die rempeln alle anderen, die auch dorthin wollen, aber vielleicht doch ein bisschen Schamgefühl haben, verlässlich auf dem Weg. Also wenn sich einer noch überlegt, ob er dem Leben und der gesamten Gesellschaft nicht vielleicht mehr schuldig sein wird, als nur, einfach nur die Steuern, die er jetzt zu bezahlen hat. Ob es da nicht im Sinne eines Ausgleichs auf einer Ebene, die dem Rechnung trägt, dass er mit dieser Macht, ja auch bestimmt mit einer Menge Verantwortung ausgestattet, braucht er nicht zu Ende überlegen. Genau dort sitzt schon einer, der sich das alles nicht überlegt. Und zwar gar nicht. Und der wüsste auch ehrlich nicht, was es da zum Überlegen gibt. Der hat einen ganz scharfkantig abgegrenzten Prioritätenkatalog. Und deswegen ist er viel effektiver. Der arbeitet ja auch für eine Maschinerie, die genauso funktioniert. Da gibt es kein Gewissen. Da gibt es Anwälte. Aber kein Gewissen. Das verlangt auch keiner. Weder innerhalb dieser Maschinerie noch außerhalb sagt irgendjemand, das, was ihr da tut, ist nicht anständig. Sagen tun das schon ein paar, aber die werden nicht gehört. Nicht von den Konzernen und auch nicht von denen, die diesen Konzernen Einhalt gebieten könnten. Ich habe einen Traum, einen völlig absurden Traum, was die Durchsetzbarkeit betrifft, aber von der Idee her ist es nicht so aus der Welt, wie sich das jetzt vielleicht gerade anhört. Ich träume von einer internationalen der Regierungen. Alle Regierungen kommen zusammen und beschließen, wir sind den Menschen, die uns gewählt haben, im Wort. Wir sind damit beauftragt, drauf zu schauen, dass es allen so gut geht, wie es möglich ist. Das heißt, wir schauen darauf, dass niemand für weniger Geld arbeiten muss, als er für ein anständiges Leben braucht. Wer bei uns etwas produzieren will, muss anständige Löhne zahlen. Und das beschließen alle Regierungen. Und wenn einer kommt mit freier Markt, dann sagen die dem, dass der Markt halt schon unter gewissen Bedingungen stattfindet und dass nicht nur der Markt Bedingungen herstellt, sondern dass es andere auch machen. Und es ist nicht die Welt im Markt, sondern immer noch ist der Markt in der Welt. Und die Bedingungen in der Welt sind so, dass die Leute von ihrer Arbeit leben können wollen. Und um das durchzusetzen, haben die sich eine Vertretung gewählt. Nämlich, das bin ich, die Regierung. Und damit es sich einen Weg erspart, der Herr Markt, irgendwo anders braucht er gar nicht versuchen, sich mit verheimlichter Sklavenarbeit frisch zu machen, weil dort gibt es überall eine Regierung und da wird ihm jede genau das Gleiche erzählen. Ein Traum halt. In Wahrheit schaut es so aus,
Wenn der freie Markt sich aufs Hosentüchel greift, bückt sich die Politik, schmeißt das Rockerl in die Höhe und sagt auch noch artig Danke, wenn sie sich vorher kurz eincremen darf, damit sie nicht so quietscht, wenn sie gewetzt wird. Interessanterweise empfinden wir das, dass wir das nicht besser zusammenbringen, aber nicht so als Kränkung. Das ist ärgerlich, das ist blöd, aber eine Kränkung ist das nicht. Wahrscheinlich braucht man für eine Kränkung eine Idee, eine hoch angesetzte Idee, wie es ist und vor allem wie der Mensch ist. Diese Idee ist aber nicht überprüft. Und wenn diese Idee einer Überprüfung dann aber nicht standhält, dann sind wir gekränkt. Wenn es aber nicht um den Menschen geht, sondern darum, wie größere Systeme funktionieren und der Einzelmensch sich darin statistisch verreibt und nicht mehr zählt als jeder andere. Wenn es also um ein Wir geht und nicht um Ich. Gut. Darf ich Sie wieder um hier? Dankeschön. Wenn es eben, wir waren bei, er ist wieder vorbei, ja, also, ja. Wenn es um das Wir geht, wir, alle, und nicht um Ich, dann können wir uns ärgern, aber kränken tut uns sowas nicht. Wenn es um jeden geht, wie bei der Willensfreiheit oder bei der von Gott Gemachtheit, da können wir uns wirksam kränken. Wenn es um alle geht, kriegen wir das Gefühl nicht zusammen. Wer will, kann jetzt in der Pause mit dem Sitznachbarn darüber plaudern, ob das daher kommt, dass wir entwicklungsgeschichtlich viel länger in kleinen Gruppen gelebt haben als in großen Verbänden. Viel Spaß, wir sehen uns nach der Pause.